Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Wir sind hier stehen geblieben und ja, wir wollen jetzt dorthin, wo unsere Freundin Lisa gefangen ist. Höchstwahrscheinlich. Was ist das für ein Außenposten, wo Sie sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rogue Island findet. Vars-Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf? Ja, das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vars. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist denn im Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel leben. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisa befreien und meine Freunde finden. Mein Bruder. Das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Alles klar, ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Mein Freund! Jason, Dennis hat dir das Tatau geschenkt. Jetzt musst du kämpfen. Du kannst sie schnell angreifen, sie aus der Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Deine Entscheidung. Okay. Was sehr gut ist bei der Herstellung, das hat man im letzten Part gesehen, dass... genau steht, was wir brauchen, um das herzustellen. Das heißt, da stand zwei Wapiti-Felle für einen noch größeren Rucksack. Und das machen wir natürlich, sobald es geht. Und ich überlege gerade. Ich habe nur eine kleine Pistole, mein Gott. Ja, okay. Gehen wir direkt rein. Das Rutschen ist ganz cool, glaube ich, wenn man... versucht sich zu verstecken oder so. Alles klar. Weißt du was, wir gehen einfach mal rein. Bevor wir das machen allerdings, muss ich ganz kurz hier mal auf die Option zugreifen. Wo sind die denn? Wo sind sie denn, Junge? Was ist das denn? Ach du Scheiße, was gibt's denn alles? 38 Missionen gibt's nur. Und wir haben jetzt schon drei. Okay. 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 Erworbene Waffen 43, gefahrene Fahrzeuge 12, auch nur. Ist ein bisschen wenig für so eine große Welt. Also zumindest scheint sie mir jetzt noch sehr groß. 54 Fähigkeiten. Story-Aufgaben. Hast du nicht gesehen. Okay. Da sind noch die Optionen. Ich würde gerne nochmal ein bisschen... Zielhilfe ist an, Steuerung, genau. So, Helligkeit wurde auch bemängelt, sagen wir mal, im ersten Part. Ich komme. Das ist jetzt okay, glaube ich. Ich weiß nicht. Gehen wir einfach rein. Ich habe keine Ahnung, ich bin so unsicher gerade. Warum komme ich denn da nicht durch, mein Gott? Ich werde schon ganz zittrig. Ich brauche mal wieder einen Schuss. Jungs, Junge, ach komm, scheiß mal drauf. Ich geh jetzt direkt rein. Zack, übelste Ablenkung. Kann das sein, dass der Zaun ein bisschen verzögert ist? Er
Erfahrungspunkte, das würde ich mir gerne nochmal ansehen. Sammelt Explorer. Auf der linken Seite des Bildschirms. Super. Das hätte ich mir selber denken können. Das war schon der erste Außenposten. So schnell ging das. Ich glaube, ich war einfach zu krass drauf. Lisa, wo bist du? Oh mein Gott, ich will einen zweiten Waffenslot. Auf jeden Fall. Ich finde ganz schön viele Karten und Poker-Zubehör und alles. Vielleicht, wahrscheinlich kann man auch hier pokern, oder? Ich kann perfekt pokern, Junge. Aber nur Texas Hold'em. Das kann ich. So, die Lisa kann mal eben kurz warten, ne? Eieiei, okay. Sowas finde ich auch immer ein bisschen viel, wenn da so viel auf einen einprasselt. Da die ganze Zeit irgendwelche Einblendungen hast du nicht gesehen. Du kriegst das ja gar nicht mal mit. Du bist neu im Spiel, guckst dich um, versuchst dich zurechtzufinden und dir klatschen die Entwickler 5000 Anzeigen rein. Moment. Ne, scheiß auf die Pflanze, die sammeln wir jetzt gleich. Alles wird wieder gut, Lisa! Sie sind alle weg! Du bist jetzt sicher! Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie ist geflohen. Jason, du bist des Tatao würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Dankeschön, meine Brüder. Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Du hast dem Stamm imponiert. Ich weiß nicht, das ist so eine... Ich weiß nicht, das ist... Was heißt denn das? Sollen wir jetzt direkt wieder Schnellreise zurückmachen? Hallo. Moment mal, ich würde mich gerne ein bisschen umgucken, ne? Ich hoffe, das ist erlaubt. So. Siehste? Wir haben Drogen bekommen, irgendwelche Pilze. Was ist das denn? Wir können hier an einem Shop kaufen, ne? Oder auch verkaufen, stimmt. Kaum stark genug, um Salat damit zu benutzen. Okay. Bossige Posaune, das können wir wahrscheinlich ohne. Brieftasche ist voll. Beutel kann nicht verkauft werden, Brieftasche ist voll. Kaufe etwas, lege Dinge aus dem Beutelsack ab oder stelle eine größere Brieftasche her. Stelle eine größere Brieftasche her. Okay. Und wie? Ja, oh Alter, das meine ich. Sammelbare Gegenstände. Rock Island steckt voller Geheimnisse, zurückgelassene Speicherkarten von Drogenschmugglern, verlorene Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg, von den Raycut versteckte Relikte. Okay. Ist ja gut. Unterschlupf. Okay. Jeder Unterschlupf verfügt über einen automatischen Shop. Okay, ist doch gut jetzt. Reicht das jetzt? Prüfungen der Raycut stehen jetzt zur Verfügung. Suche auf der Karte nach diesem Symbol. Nähere dich den farbigen Felsen in der Spielwette, halt so ein Quadrat gedrückt. Okay. Bestenliste. Okay. Waze Piraten. Okay. Ist ja gut jetzt. Dankeschön. Ich würde einfach nur gerne gucken, wie ich Sachen herstelle. Mehr wollte ich doch gar nicht. Das meine ich, das prasselt so tausende Sachen auf dich ein. Der entführte kolumbianische Drogenbaron gibt endlich die Rezepte seines Kartells preis. Dazu gehört eine außerordentlich effiziente Methode zum Lesen.
zum Anbau von Coca-Pflanze wie zur Herstellung einer Blätterpaste, aus der man 99% reines Kokainhydrochlorid gewinnen kann. Wir empfehlen für die Märkte, bla bla bla. Ja. Bin kein Drogenfan, also egal. Herstellen, wo waren das noch? Survival Guide bestimmt nicht. Herstellung. Jagd, verbessert dein Jagdvermögen mit den Spritzen, also kann man sich ein bisschen, sag mal, dopen. Waffengut, bist gut, kannst du mehr Waffen tragen. Okay, was brauche ich dazu? Ziegenfell. Ein Ziegenfell. Schweinsleder. Ein Schweinsleder. Beutetasche war ja, wie gesagt, zwei Wapiti, wa? Oder Tapir, okay, nicht Wapiti, sondern Tapir. Spritzentasche. Schweinsleder. Munitionsbeutel. Wildschweinfell. Ich will nur mal ganz kurz gucken, so, worauf ich besonders achten muss, was ich nicht denn aus Versehen verchecke oder sowas. Das wäre natürlich dumm. So. Bernsteiniges Blatt. Kaminrotes. So, was ist hier noch? Pfeilköcher. Ziegenfell. Okay, gut. Ja. Ist so ganz gut eigentlich. Alles klar. Es ist natürlich, ja, wie gesagt, Anfangsphase. Wir sind in der Anfangsphase. Da haben wir schon mal das. Siehste, zack, einfach so schon besorgt. Tun wir es da rein. Warum nicht? Das heißt, einfach alles einsammeln. Goldener Bienenkorb. Was ist das denn hier zum Beispiel? Halte interagieren. Fahrt des Jägers. Belohnung 175 Dollar. Benutze die am Zielort gestellte Schrotflinte, um den tollwütigen Hund zu erlegen. Schrotflinten jagt tollwütiger Hund. Wird es mir jetzt... Okay. Ja gut, Leute, ich möchte sowieso gleich mal aufhören. Das heißt, das machen wir eben nochmal. Schauen wir mal kurz so, wie das ist. Neues Tutorial. Okay, neues Tutorial. Schauen wir nach dem Symbol, Pfad des Jägers. Jage Tiere, um den neuen Respekt dazu. Du musst Waffen und Emotionen benutzen, die dir gestellt werden, oder eine Machete. Finde die Tiere in der Jagd... Okay. Ja. Machen wir gerne mal. Ja, quietsch um dein Leben, Junge! So, ist er tot? Ist es nicht tot? Soll ich es abknallen oder soll ich es abschlachten? Hauptsache töten erstmal. Spritzentasche. Mein Gott. Es kann erstmal dauern, bis wir irgendwie, sag mal, auf komplett eigenen Beinen stehen. Stellen wir es gerne mal her, warum nicht? Ja. Ist ja okay. Mein Gott, ist ein bisschen viel, finde ich jetzt gerade. Aber es hält sich noch in Grenzen. Hab schon schlimmere Spiele gesehen, wo es noch mehr auf einen einprasselt. Ich bin halt nicht so ein Fan davon, wenn alles gleichzeitig kommt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber ich mag das nicht. Ich habe jetzt halt den Eindruck, dass ich ein bisschen überfordert werde. Vielleicht ist es gar nicht so viel im Endeffekt, aber ich habe den Eindruck, dass es da zack, 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 eine Einbindung, das kannst du machen, das kannst du machen, das kannst du machen, das kannst du machen. Wenn es so nach und nach kommen würde, hätte ich gar kein Problem damit. Aber wie gesagt, hätte ich ja noch in Grenzen. So. Übrige Tiere, das heißt, wie suche ich die denn jetzt genau? Sind die denn hier in dem Gebiet? Fuck. Ich bin feuerfest jetzt. Interessant. Ich habe mich selber gedopt, ohne dass ich es wollte. Scheiße. Ist einer tot.
So, schauen wir mal ganz kurz auf die Map. Kannst du mal näher ranzoomen? Geht das? Ach, das ist schon nah reingezoomt. Okay. Ah, jetzt raff ich's. Guck mal, das, dieses Blaue oder dieses Hellblaue, das ist der... Sag mal, bist du zu doof, da hochzuklettern? Du Furzgesicht. Der Blaue, ach so, das Blaue, das ist der Radius. Das ist das Jagdgebiet. Okay, wie kommst du denn da jetzt hin? Die Furzgesichtige Pissflaume schafft das ja nicht. Okay. Das kann er. So ein Hang hochlaufen, das kann er nicht. Aber mit reiner Armmuskelkraft sich da hochziehen, das kann er natürlich. Yo, Junge.